Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Wir folgen dem Weg und treffen endlich Yen wieder bei dem magischen Kataklysmus. Jo, gib mal Gasplätze. Verdammt, bist du hässlich. Möchten wir nicht. Gut, unser Schwert ist kaputt. Stahlschwert und Rüstung auch. Vielleicht sollten wir das kurz mal chinchen. Was ist da? Noch mehr so eine riesen... Ja, ne. Ja, gut, gib Gas, Geralt. Ich hab... Vielleicht... Wir sind levelmäßig wahrscheinlich echt ein bisschen zu low für dieses Gebiet. Ja. Ich hab leicht Angst. Ich weiß auch nicht, wie weit das... Gar nicht mehr langsamer. Weit. Wir halten hier oben im Lager an. Druidenlager. Langsam. Da vorne schnacken die schon. Und gucken nochmal schnell unsere Rüstung nach. Und genau das hatte ich nämlich im Gedächtnis noch. Wir haben ein neues Schwert. Und das hier ist dessen... Ne, auch Stahlwaffe. Okay, das ist unser neues. Auch schönes Sägemesser. Du. Das müssen wir... Hosen sind alle... schlechter und Rüstung sind auch alle schlechter. Das ist ja unser Gewand. Okay, dann müssen wir Waffenreparaturset, Rüstungsreparaturset, Anfänger, aber die wollen wir als erstes verbrauchen, oder? Ja, annehmen, ist gut. Wie viel hat das jetzt? Steht das noch nicht? Nochmal ein, oder? Achtung. Wo steht denn das? 80% da. Ja, dann noch ein. 95%, das ist ja schon mal ganz gut. Und wir müssen ja unsere... Ach, die sind beide noch nicht geskillt hier. Erstmal plus 2% Angriffskraft kriegt jeder von denen. Und dann müssen wir in der Stahlwaffe... Was brauchen wir denn in der Stahlwaffe? Chance auf Vergiften? Klar, wieso nicht. Und... 3% Adrenalingewinn, das kriegen auch beide. Und auf eine Silberwaffe, was brauchen wir da? Rüstungsdurchbohrung, ne, das wäre auch Zeichenintensität. Nehmen wir. Okay, dann sollten wir gerüstet sein, oder? Gucken wir mal, was die beiden zu schnacken haben. Seite an Seite. Auf jeden Fall streichen wir. Aber ich habe einen kräftigen Grund. Hallo. Man kann euch bis zum anderen Ende der Insel hören. Naja, nicht ganz. Gut. Sollen doch alle erfahren, dass Yennefer von Wengerberg eine gewöhnliche Diebin ist. Ja, pass auf, was du sagst, Druide. Ich habe nichts gestohlen. Ich habe mir nur etwas geborgt. Und ich werde es auch zurückgeben. Wie großzügig. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wenn die Maske einmal benutzt wurde, ist sie nutzlos. Mal ganz abgesehen von dem Risiko, uns und alle Inseln lebendig zu begraben. Begraben? Wovon redest du? Sie hat's dir nicht gesagt? Das dachte ich mir schon. Der Legende nach erschuf Ouroboros eine Maske, nachdem die neidvolle See seine große Liebe verschluckt hatte. Er konnte es nicht ertragen, seine Geliebte niemals wiederzusehen. Also schuf er die Maske, um damit in die Vergangenheit zu schauen. Aber er wusste, dass er sie nur ein einziges Mal benutzen konnte. Also wartete er. Er wartete, bis sein Verlangen unerträglich wurde. Als die See von der Existenz der Maske erfuhr, reagierte sie sofort. Zitat kund, dass jeder, der die Maske benutzt, sich ihren Zorn zuziehen würde. Sie würde sich in ihrer Rache erheben und alles und jeden unter sich begraben. Okay. Woher hast du denn die Maske? Seefahrer des Dimun-Clans haben sie beim Jordgraben aus dem Meer gezogen. Wie kannst du dir so sicher sein, dass es Ouroboros Maske ist? Ihr Aussehen wird in den Mythen genau beschrieben. Du glaubst an die Mythen? Nur Dummköpfe verharmlosen ihre Bedeutung.
Und hier stehen nicht die Mythen am Pranger, sondern die Diebin. Ah. Ein Diebstahl auf der einen, Ciris Leben auf der anderen Seite. Ich sorge mich auch um Ciris Wohlergehen und schlug andere Schritte vor. Aber Yennefer hörte nicht einmal zu. Sie sagte, dass sie zu lange dauern würden. Sie will und braucht sofortige Ergebnisse. Sie war schon immer ein Hitzkopf. Stimmt. Ah, sie hat aber recht. Dieses Mal hat sie aber einen guten Grund. Nichtsdestotrotz wird sie... Was? Was war das? Nein! Yennefer hat die Maske benutzt! Ja gut, dann lohnt sich das jetzt ja auch nicht, noch zu schnacken. Weil ist ja eh zu spät. Helfen wir ihr also. Da unten rennt ein Händler. Okay, wir müssen aber in die andere Richtung. Ungefähr da lang. Jo. Na toll. Neblinge. Und Geralt will hier Bäume hacken. Da ist er. Oh, guck mal, Yen macht das schon ganz gut. Ich treffe ihn nochmal. Was war das? Alles gut? Einhörner. Verdammt, Yen. Ich weiß, dass es Neblinge waren. Ich meine, wo sie hergekommen sind. Die Macht der Maske hat sie beschworen. Moissac sagte, die Maske würde eine Naturkatastrophe heraufbeschwören. Was für ein Glück. Dann kann er ja direkt hineinspringen, um sie zu bändigen. Du weißt, dass er dir das nicht vergeben wird. Oh, das überlebe ich schon irgendwie. Und jetzt? Die Maske zeigt die Vergangenheit, aber nur an bestimmten Orten. Orten, an denen frühere Geschehnisse einen magischen Abdruck hinterlassen haben. Nimm sie! Ich soll sie tragen? Ja, ich wirke einen Zauber, mit dem ich durch deine Augen sehen kann. Du willst mal wieder meine Gedanken lesen. Was dagegen? Ich mag das nicht, das weißt du. Ach komm, ich will nur sehen, was hier passiert ist. Und manche Dinge will ich lieber nicht über dich wissen. Dann mal los. Na, sie spricht wahrscheinlich von Triss. Da ist die erste Stelle. Du hast einen neuen Gegenstand erhalten, bla 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 bla. Ja, okay, wir gucken mal. Ist ausgerüstet. Folge Yennefer. Wir folgen jetzt Yennefer. Hier ist und dann... es. Leg die Maske an. Okay. Irgendwelche Anweisungen? Behalte sie, dass wir alles gesehen haben. Geh nicht zu weit weg. Die Reichweite meiner Telepathie ist begrenzt. Was ist das? Ein Portal? Daraus kommen zwei Leute hervor. Die Frau war Ciri. Woher weißt du das? Und er hier? Sie bewegt sich so wie ein Hexer. Box. Sie sind wohl hier entlang gegangen. Komm, suchen wir die nächste Stelle. Wie krank ist das denn? Ich denke, das ist nur ein Abdruck der Vergangenheit. Wieso hat er denn jetzt Angst, wenn ich auch? Und es schreit sogar. Ist das original? Die Frau will ich auch boxen. Na ja, gut, das ist Ciri. Immer wieder raus, geht aber in verschiedene Richtungen. Mal hier lang, mal da lang. Nimm die Maske ab, Geralt. Er gibt dich nicht mehr gleich. Leg die Maske an. Jo. Alter, Entschuldigung, ich war's nicht. Pass auf! Wieso kann es das verletzen? Was war das? Irgendeine magische Explosion. So stark, dass sogar das Echo gefährlich war. Ich wette, die hat den Wald zerstört. Aber Ciri und ihr Begleiter wurden nicht verletzt. Ich habe sie entkommen sehen. Ich bin gespannt, wohin. Okay. Gruselig hier. Gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Sogar Geralt sagt, war, als es geschah, hatte kaum eine Chance. Ich weiß, was du denkst. Aber keine Sorge. Ciri kann auf sich aufpassen. Ja, die hat gute Attacken, ne? Super, bei Brenner. Wer ist denn dieser Brenner? Alles was mit dem? So geht es aber nicht. Und? Bereit? Jo, aber benutze sie die. Es geht da ab, Portal. Sie kämpfen. Jemand jagte Ciri.
Siehst du? Ich glaube, er hat sie verwundet. Sie ist durch ein anderes Portal entkommen. Weißt du, wo es hinführt? Die magischen Rückstände deuten auf Velen hin. Kannst du herausfinden, wohin Ciris Begleiter geflohen ist? Sein Portal muss in der Nähe sein. Ich versuche es herauszufinden. Komm! Dieses Ziel kann ich nicht angreifen? Okay, weil ich habe gar kein Ziel, was ich angreifen wollte. Hier ist wieder ein Punkt. Leg die Maske an. Kein Liebling? Seht ihr? Boah. Toller Kampf. Hat den anderen mit Magie abgewehrt und ist dann durch ein Portal geflüchtet. Ein Magier? Sieht so aus. Okay. Ich habe kein Portal gesehen. Das waren Ciris Begleiter und der, der sie verletzt hat. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich schätze nur. Sie tauchten beide auch in den vorherigen Visionen auf. Ciri hat einen mächtigen Verbündeten. Ja, diesen Elfen, ne? Wohin ist der Magier geflüchtet, der mit Ciri hier war? Seine Spur führt auch nach Velen. Aber die Zielkoordinaten seines Portals unterscheiden sich von Ciris. Die Explosion muss seine Teleportation gestört haben. Ich bin in Velen zufällig Keira Metz über den Weg gelaufen. Sie sagte, ein Magier hätte sie nach Ciri gefragt. Würde mich nicht wundern, wenn das derselbe war. Wer immer das auch sein mag, er wird zunehmend interessanter. Na, also räumen wir die Geschichte von hinten auf. Vielleicht hat der Zauber etwas von ihm übrig gelassen. Es klart auf. Moissac hat wohl das Wetter unter Kontrolle gebracht. Das heißt, wir werden ihn gleich wieder am Hals haben. Und? Seid ihr jetzt zufrieden? Ja. Seht nur, was ihr angerichtet habt. Würdet ihr auch jemanden umbringen, wenn ihr dadurch Ciri finden würdet? Kommt auf die Situation drauf an. Reg dich ab. Der Sturm ist vorbei. Ihr habt alles unter Kontrolle. Noch. Aber wie wird es nächste oder übernächste Woche aussehen? Sei nicht hysterisch. Hier ist deine Maske. Sie ist wertlos. Jetzt ist sie nur noch als Aschenbecher zu gebrauchen. Hast du wenigstens etwas dadurch erfahren? Und ob. Ich rede mit Geralt. Du, mit dir bin ich noch nicht fertig. Also? Wir glauben, dass hier ein mächtiger Fluch gewirkt wurde. Angesichts des Waldzustands klingt das einleuchtend. Wisst ihr auch auf wen? Noch nicht. Aber wir wissen, dass Ciri hier war. Kam mit einem Magier aus einem Portal. Jemand jagte sie. Sie kämpften. Ciri wurde verwundet, konnte aber fliehen. Wohin? Wohl nach Velen. Der Magier hat ihr ein Portal geöffnet. Dann kämpfte er gegen ihren Angreifer. Und? War's das? Wir haben etwas Interessantes herausgefunden. Eine Sache müssen wir noch untersuchen. Hier. Leiche. Die Leiche des Verfolgers. Was? Da ist etwas unter dem Baum. Kannst du... Ich kann. Machst du das? Bitte geh zur Seite. Ich lasse das Ding sonst auf deinen Kopf fallen. Okay. Ist das heute noch mal was? Harry Potter hätte das schon langweilig gemacht. Selbst die Blocksberg hätte das schon gemacht. Kann ich jetzt hören? Ach, jetzt? Auf einmal. Gut, dass das nicht so lange dauert. Die Rüstung ist sauber. Kein Blut, keine Kerben. Ciris Freund hat ihn, wie nennt ihr das? Desintegriert. Erstklassige Rüstung. Den Hersteller erkenne ich aber nicht. Ich weiß nicht einmal, woher sie stammt. Vermutlich, weil sie einem Reiter der wilden Jagd gehört hat. Was? Es ist also wahr. Die wilde Jagd. Das hatte ich befürchtet. Erst hier, dann auf Hinnasfjall. Was wollten sie? Sie suchen nach Ciri. Aber warum? Ich
können wir ihm wohl einfach gleich in erzählen. In Ciris Adern fließt das ältere Blut. Ihr Stammbaum reicht bis auf Laradorn zurück. Darum hatten die Frauen ihrer Familie immer außergewöhnliche Fähigkeiten. Aber ist das wirklich so wichtig? Ciri ist außergewöhnlich. Sie reist zwischen Orten und Welten. Raum stellt für sie kein Hindernis dar. Darum will die wilde Jagd sie gefangen nehmen. Ja, wahrscheinlich töten, ne? Wo du von der Jagd redest, sie ist auch auf Hindersfjall aufgetaucht? Nun, es geschah ein paar Wochen, nachdem der Kataklysmus hier auf Ardskellig zugeschlagen hat. Die Geister fielen abends über Lofoten her, in einem Schneesturm, der für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich war. Die Inselbewohner sagten, sie hätten ihre Hütten gestürmt, jeden Widerstand niedergemetzelt und seien dann teuflisch lachend ins Landesinnere galoppiert. Gibt es Überlebende? Etwa ein Dutzend Frauen und ein alter Mann. Nächster Halt, Hindarsfjall. Wir treffen uns am Strand bei Lofoten. Alles klar. Wir sehen uns dort. Viel Glück. Lasst mich wissen, wenn ihr etwas Neues erfahrt. Ja, wenn du nicht mehr sauer bist, dass wir deine Maske gemopst haben. Alle haben hier Teleportischab. Ich darf laufen, oder? Weißt du? Neue Quest, Vermisste. Triff Jennifer auf Hindarsfjall. Das ist ja auch Hauptquest. Wählen Novigrad Skellinge. Ach, da steht immer mehrere Orte oder hier steht sogar Skellinge. Das ist doch super. Frage Krach an Kret nach Hjalmar. Das hier machen wir zuerst. Super, dass davor Skellige steht. Novigrad wählen, wählen. Super, dann kriegen wir es auch auf eine Reihe, weil wir nicht so doll sortieren müssen. Ich glaube, das Silberschwert wäre hier das richtige, Geralt. Tangalore oder was stand da? Wo ist er denn? Du Wichser! Du Unhold! War doch nur einer, oder? Ich wollte nur hier den Druiden, wie heißt er? Miraculex. Den wollte ich retten, beschützen. Oh Mann, ich glaube, wir sollten rumplötzen. Was für ein Nebel, Alter. Ich kann noch nicht mal die Plötze erkennen. Und. Kommst du da durch? Plötze. Nein, spring. Scheiße, ich wollte, dass du nach unten springst. Frage Uldalrik. Hey. Oceris ist. Ceres. Also die Tochter von Krach an Kret. Nicht unsere Ciri. Dass sie auch so fast gleiche Namen haben, ne? Der welche bestimmt noch ein paar Mal falsch aussprechen. Und dann sollten wir vielleicht auch noch, was sind denn da für Viecher? Weiße Wölfe, ey. Ob wir die kaputt kriegen? Komm schon, Plätze. Ich hab Angst. Ich bin ein Schisser. Toll, wieder falsche Richtung, oder? Na gut, dann ab durch den Wald, Geraldo. Ja, hier sind überall richtig heftige Viecher. Ich hab doch gar nicht. Okay, ist schon gut. Wir werden hier auf jeden Fall ganz oft zermetzelt, das bin ich mir hundertprozentig sicher. Anscheinend müssen wir nach da oben. Ich meine, wir können jedes Mal ausprobieren, die ganzen Viecher zu töten, aber. Alter, geil, Schnee. Langsam. Geil, das Geräusch. Ich liebe es im Winter. Auf Schnee, dieses Knirsch. Alter, das finde ich richtig geil jetzt.
Ich bleib hier. Hier im Norden gefällt es mir sowieso sehr gut. Hallo, ich bin Geralt von Riva. Gestern auch gesoffen? Sieh mal einer an. Ja, eigentlich schon. Und das erste Anschlagbrett. Aber nicht ohne ein... Habe ich mich erschrocken, Alter. Der Hund, ey. Onkel sagt, dass die Leute auch Katzen haben. Aber du hast nur Katzenaugen. Ja, genau. Fragt ihr, Jungs, wohin segelt ihr diesmal? Also, ich hab richtig so einen Schreck gekriegt, du scheiß Köter, ey. Das erste Anschlagbrett müssen wir erlesen, sonst sind die Fragezeichen nicht auf der Karte. Und genau das werden wir am Anfang der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.